Hallihallo, moin moin, herzlich willkommen, hier ist Sandwinkel. Ich darf euch begrüßen zu einem weiteren Unboxing und Hands-On, muss ich sagen. Ich habe hier ein Päckchen bekommen von Bücher.de und ich würde sagen, wir packen fix mal den Karton aus. Da gibt es ja nichts viel zu sehen. Ich weiß bloß nicht, ob ich das so richtig mache. So, wenn ich ab und zu mal leiser und lauter werde, dann liegt das daran, wie gesagt, festes Mikrofon installiert und da passiert das schon mal. Also das ist das Headset nochmal in der Plastikfolie eingepackt, wie gewohnt. Alle Headsets sind irgendwie noch in einer Plastikfolie eingepackt. Auch das mache ich jetzt mal fix auf und lege das wieder hier hin. Mit dem Licht ist es auch nicht mehr so gut. Es wird schon langsam düster, aber ich muss da jetzt durch oder ihr müsst da durch jetzt. So, das scharfe Messerchen muss ich nochmal ranholen. Einmal hier einschneiden und wahrscheinlich auch einmal hier, jawohl. Was ich just in diesem Moment mache. Hier steht auch schön in glänzende Letter Elite Turtle Beach oben drauf. Nicht schlecht, das ist also optisch, macht der Karton schon alleine was her. Hier gibt es ein paar Informationen über das Headset, das Mikrofon, das ist das Standardmikrofon und so weiter und so fort. Aber uns interessiert natürlich immer das echte. Oh. So, aufräumen. Zack, zack. Und auch hier nochmal aufmachen. Na, geht's hoch? Geht's auf? Ja. Wow, nicht schlecht. Die Präsentation ist echt nicht schlecht. Sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Together we are Elite. Elite. Ja, zusammen sind wir Elite. Okay, da stehen ein paar andere Sachen drauf in Englisch. Ihr wisst ja, ich kann perfekt Englisch, deswegen brauche ich das nicht vorlesen. So. Jetzt nehme ich das Headset mal raus. Und was mir auffällt, ist das Gewicht. Das ist ganz schön schwer, das Headset. Muss ich schon mal sagen. Aber da ist natürlich noch ein bisschen mehr drin. Wenn, dann ist es da unten drin. Jawohl. Einmal Literatur steht da drauf. Und ihr wisst ja, gleich im Doppelpack, keine Bonbons, nicht essen. Und dann ist hier auch nochmal ein Päckchen drin. Auch das lege ich mal auf die Seite fix. Da wird wohl das Mikrofon drin sein. Aber die Kabel vermisse ich. Oder sind die auch alle da drin? So, auch das lege ich jetzt fix auf die Seite. Noch eine Plastiktüte. Auch die muss ich jetzt aufmachen. Oder aufreißen, besser gesagt. Geht ja nicht anders. Ich versuche mich zu beeilen, aber es geht nicht alles so fix. Wie, das war's schon? Also das ist alles im Kopfhörerpäckchen drin. Einmal ein Standardmikrofon. Es gibt dann noch ein spezielles Mikrofon, ein neues Cancelling-Mikrofon. Ich blende euch das auch mal ein, wie das ausschaut. Und das soll dann besonders diese Nebengeräusche alle herausfiltern. Das ist wirklich, ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe es nicht, ich habe es auch nicht ausprobiert. Ja, und das hier ist das Standardmikrofon, wie erwähnt. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Man kann es in allen möglichen Variationen verstellen. Es ist sehr, sehr, sehr flexibel. Es ist so ein kleiner Schwanhals und der ist wirklich sehr flexibel. Verarbeitungstechnisch gibt es da wirklich nichts zu meckern. Da ist ein Popschutz dran. Dann ist hier noch ein bisschen so eine Halterung für den Popschutz dran. Das macht optisch einen guten Eindruck. Hier muss ich sagen, hier ist kein 3,5 mm Klinkenstecker, sondern ein 2,5 mm Klinkenstecker verbaut. Das heißt, auch hier kann man nicht unbedingt irgendein anderes Mikrofon an das Headset anstecken. Das ist schade, aber ist halt so. Die haben halt alle speziell ihre eigene Vorlieben oder wie man halt dazu sagen möchte. Hier ist noch ein Kabel. Das ist das Headset-Kabel und dieses hier ist etwas Besonderes, denn es hat hier einen, ja, ich will nicht sagen USB, es ist irgendwie so eine Art USB-Anschluss, es ist kein Micro-USB, es ist kein Mini-USB, es ist ein spezieller USB-Anschluss, das heißt, wenn man hier an dem Kabel einen Kabelbruch hat, muss man ebenfalls direkt bei Turtle Beach ein Kabel kaufen, bestellen oder was auch immer, denn man kann keines normales aus dem Handel, wenn da Klinke wäre, wäre das vielleicht einfach, wenn es 3,5 mm Klinke ist. Ist es aber nicht. So, ich mache das mal schnell auf, das Kabel hier. Gucken wir uns das genau an. Es ist ein bisschen starr, muss ich sagen. Ja. 1 Meter lang. Hier auf halbem Wege gibt es noch eine Kabelfernverbindung, um einmal das Mikrofon zu muten. Und hier ist noch ein klitzekleines Rädchen, das kann man fast gar nicht erkennen, glaube ich. Da kann man dann die Lautstärke verändern. Es ist ein TRRS-Stecker, also ein vierpoliger Stecker hier verbaut. Das ist ein 3,5 mm Stecker. Wenn ihr denn das nun an den Computer anschließen möchtet, dann braucht ihr einen Adapter. Moment mal, ich hole mal fix ein.
So, da bin ich wieder, nämlich das ist ein spezieller Adapter. Hier kommt der vierpolige Stecker rein, der splittet dann das Signal auf, einmal in Kopfhörersignal und einmal im Mikrofonsignal. So einen Adapter benötigt ihr dann, wenn ihr das Headset an einem PC benutzen wollt. Es sei denn, euer PC hat tatsächlich schon so eine Kombiboxe, mit der man dann auch ein vierpoliger Stecker bedienen kann. Laptops haben das in der Regel schon. Und wenn nicht, dann braucht ihr eben solch einen Adapter, wie ich euch gezeigt habe. Also schauen wir uns den Kopfhörer mal etwas genauer an. Das Ding ist richtig schwer. Auch gleich beim Auspacken ist mir das Gewicht aufgefallen. Und wie viel das Teil wiegt, das können wir gleich mal sehen. Ich habe nämlich rein zufällig eine Küchenwaage hier und ich hoffe, die funktioniert auch. Ich schalte die mal ein. Manchmal funktioniert sie nicht. Da kommt ein Error. Jetzt funktioniert sie gerade. Ich lege den Kopfhörer mal hier drauf. Und der Kopfhörer wiegt, sage und schreibe, 414 Gramm. Das ist eine ganze Menge. Und ich weiß nicht, wie er sich bei längerem Tragen auf den Kopf macht. Das kann ich so nicht sagen. 414 Gramm ist eine ganze Menge. Und er bietet aber dafür einiges an Komforteinstellungen, an Extras. Nämlich zum Beispiel das Komfort-Tech-Fit-System. Das befindet sich hier und es hört sich marketingtechnisch super an. Ne? Komfort-Tech-Fit-System. Wow, was für ein Name. Aber es sind einfach, ich glaube Sennheiser GSP-600 hat das gleiche System. Nämlich hier oben sind zwei Schieberegler. Und da kann man stufenlos den Anpressdruck einstellen. Ich hoffe, das ist alles irgendwie ein bisschen im Bild. Einigermaßen. Da kann man den Anpressdruck einstellen, so ist er nicht so stark, der Anpressdruck, er ist trotzdem noch ordentlich, aber nicht zu stark, er drückt nicht der Kopfhörer, das möchte ich gleich dazu sagen. Und wenn man ihn nach unten schiebt, dann erhöht sich der Anpressdruck. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rum gesagt, also ich merke so wirklich keinen Unterschied. Doch, jetzt. Okay, also wenn er nach unten gestellt ist, ist der Anpressdruck wesentlich stärker, als wenn die Hebel hier nach oben gestellt sind. Ja, stimmt, jetzt merkt man doch tatsächlich einen Unterschied und das ist tatsächlich so. Dann gibt es noch eine weitere Variante, nämlich das AeroFit Ohrpolster. Das sind diese Dinger da. Warum sie das so genannt haben, kann ich euch kurz erklären. Denn erstens mal ist es hier Kunstleder und hier aber ist es so eine Art Mikrofaser, so ein weicher Stoff. Und das soll dann insgesamt dafür sorgen, dass die Ohren nicht so heiß werden, dass es besser belüftet wird, das ganze Ohr. Weil es ein geschlossenes System ist, werden ja in der Regel die Ohren ein bisschen heiß. Und das soll hier verhindert werden durch das AeroFit-System. Ob es klappt, kann ich nicht sagen. Weiß ich noch nicht. Das wird sich alles zeigen auf längerer Sicht. Und dann gibt es noch ein weiterer tolle Sache an diesem Kopfhörer, nämlich das nennt sich dann Prospect Glass Relief System. Wow, also wer denkt sich solche Dinge aus? Marketingtechnisch hört sich das wirklich super an. Denkt man, wow, was für ein Hightech-Gerät das ist. Das ist aber auch eine ganz simple Sache, nämlich das Ohrpolster, wenn man hier drüber fahrt, so ein bisschen, der kann man hier so eine kleine Lücke entdecken, so eine kleine Bodenwelle. Und das heißt, das Ohrpolster passt sich auch Brillenträger an. Wenn man eine Brille auf hat, dann wird es einfach so. Entsteht hier eine kleine Riefe und man merkt es nicht, es drückt nicht, also die Brille drückt nicht am Kopf dann, wenn man diesen Kopfhörer auf hat. Und ich bin ja Brillenträger und man spürt es wirklich, es ist wirklich sehr, sehr weich, das passt nicht zu weich, aber es passt sich wirklich der Brille an, dadurch durch diese Riefen, die hier sind. Das bedeutet das Prospect Glasses Relief System. Wow, also es hört sich wirklich cool an. Haptisch gibt es überhaupt nichts zu meckern. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Die Verarbeitung ist wirklich super hochwertig. Hier hat man noch ein Kopfband mit integriert. Das heißt, man muss nicht großartig einstellen den Kopfhörer, bevor man aufsetzen kann, sondern man setzt ihn auf den Kopf und das Ding sitzt dann. Wenn es wieder erwarten doch nicht passen sollte, dann gibt es hier nochmal eine Verstellung, nämlich drei Stufen. Eins, das ist die erste Stufe, 2, 3, so, jetzt habe ich es richtig gezählt. Da kann man das hier auch nochmal verstellen und auch das hört sich richtig satt an. Das hört sich hochwertig an, wenn man das so bedient. Das geht sehr leicht und hört sich richtig gut an. Dann kann man den Kopfhörer nochmal etwas besser einstellen. Zum anderen gibt es noch diese 90-Grad-Drehung. Sind das 90 Grad? Ich glaube ja, 90-Grad-Drehung. Da kann man den Kopfhörer quasi um 90 Grad verdrehen. Man kann ihn so auf die Schulter ablegen. Oder man kann sich halt auch den Kopf anpassen, je nachdem, ob man dreieckigen Kopf hat, runden, in eckigen, was auch immer. Und was noch ist, bei den Ohrpolstern habe ich euch auch noch nicht gezeigt, seht ihr, das ist eine coole Sache. Die sind irgendwie schwingend gelagert, diese Ohrpolster sind irgendwie schwingend gelagert. Das ist eine coole Sache, das erhöht den Komfort nochmal. Das finde ich auch eine coole Sache. Insgesamt
macht der Kopfhörer einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Was mich ein bisschen stört, ist halt bei diesem Kabel, dass es so eine Art Micro-USB-Kabel ist. Hier sind drei orange Strichlein und die befinden, hier sind drei schwarze Strichlein-Löcher. Und wenn ich den da so reinstecke, dann weiß ich, jetzt habe ich ihn richtig rum reingesteckt und jetzt sind die orangen Strichlein auch hier zu sehen im Stecker. So, das war's schon. Dann ist der Kopfhörer angeschlossen, der Stecker verbunden. Das Mikrofon ist eigentlich auch recht einfach anzuschließen. Man nimmt es einfach nur so und packt es einfach rein. Und wenn es jetzt nicht im Weg sein soll, dann kann man es auch nach oben klappen. Aber es ist nicht gemutet, wenn man es nach oben klappt. Das muss einem klar sein. Sondern, Moment, hier ist die Kamera, ne? Hier, so. Es ist nur aus dem Weg. Und, wie gesagt, man kann es wirklich sehr flexibel einstellen. Muten muss man das Mikrofon an diesem Schalter. Was ich nun noch gar nicht erwähnt habe, sind die verbauten Treiber. Nämlich Turtle Beach hat hier spezielle 50 mm Nano Clear Lautsprecher verbaut. Ja, die heißen Nano Clear Lautsprecher. Das ist ein speziell entwickelter Treiber von Turtle Beach, speziell für den E-Sport-Bereich. Aber für den Heimgebrauch natürlich genauso gut. Diese Lautsprecher sollen einen kristallklaren, verzerrungsfreien Sound bieten. Da bin ich mal wirklich gespannt. Und auch der Sprachchat soll exzellent verständlich klingen. Da bin ich wirklich mal drauf gespannt, wie denn der Klang von diesem Kopfhörer ist. Ob da Turtle Beach zu viel versprochen hat oder nicht, das sagt euch gleich das Licht. Natürlich nicht, das ist was anderes gewesen. Ich weiß, das war was anderes. So, meine Freunde, ich möchte mich gleich, mir ist gerade was aufgefallen, ich möchte mich dafür entschuldigen, falls das Video immer so oft pumpt. Ich habe den Autofokus vergessen auszuschalten, der war jetzt die ganze Zeit an. Erst jetzt habe ich das festgestellt und habe ihn deaktiviert. Das heißt, wenn das Video ein bisschen scharf, unscharf ist die ganze Zeit, so pumpt der Zoom. Das tut mir wirklich leid, aber ich habe es wirklich vergessen. Ich hoffe, es geht einigermaßen. Das sehe ich natürlich auch erst, wenn ich denn das Video bearbeite. Vorher sehe ich das natürlich nicht. Das soll es nun gewesen sein. Wie gesagt, Fragen gerne in die Kommentare. Ich versuche sie dann zu beantworten oder ihr wartet einfach, bis die Rezension fertig ist. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bye bye. Winke, winke. Hier war euer Santi Koll mit dem ersten Hands-On, mit dem Unboxing und dem Hands-On von dem Turtle Beach Elite Pro Tournament Gaming Headset. Wow, was für ein Name. Marketing macht's möglich. Ciao, ihr gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.